So, hallo ich damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play Omsi 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns heute auf der Map Neustädt Version 3, die ist gerade noch in Arbeit, also wir kennen ja schon Version 2 der Map. Bin ich ja auch schon ein paar Mal gefahren hier auf meinem Kanal und heute werfen wir mal ein paar Blicke auf das, was in den, na gut, nicht ganz hinter den verschlossenen Türen passiert, aber auf jeden Fall in den Werkelungshallen gerade in Arbeit ist. Oh, voll die tolle Umschreibung, Josh, ist einfach eine Pracht. Wir schauen uns heute mal die Beta der Version 3 an. Die gibt es natürlich noch nicht zum Download, das muss man immer dazu sagen. Es reicht ja nicht, wenn man Work in Progress hinschreibt, nein. Das muss man noch dazu sagen. Ein Link zum Showroom-Thread, wo ihr euch weitere Bilder von der Map anschauen könnt, ist unten. Unten, genau. Kennt ihr unten, also so unter einem Video, da ist nicht nur Kommentare, sondern ist voll das innovative Konzept. Da sind, ist nämlich auch so eine Videobeschreibung. Da guckt zwar keine Sau rein, aber da ist auch, genau, eine Videobeschreibung. Da kann man reingucken und da kann man klicken ins Omni-Forum. Und dann findet man den Link zur Map. Genau. So, wir fahren heute mit einem Line City in passender Farbgebung. Mir ist aufgefallen, dass ich den Line City so gut wie noch nie gefahren bin, bis auf Mainz. Huch, ja, das sind Kollegen, die mir ablösen. Denn wir fahren heute eine schon bekannte Linie aus der Version 2. Und zwar ist das hier die 5 vom Wohnpark Neumarsch bis zum Flughafen durch. Dann werden wir, glaube ich, sogar nochmal zurückfahren. So, das heißt, wir fahren so ziemlich keine großartigen neuen Bereiche ab. Aber wir sehen schon mal, auf welche Linien wir denn so treffen werden. Ich habe jetzt auch leider nicht großartig viel Labermaterial bereitgelegt, aber ich glaube mal nicht, dass das so schlimm ist. Also ich hoffe einfach mal. Und wenn es schlimm ist, dann tut es mir leid. So, wir starten alles, was wir haben. Also ich höre ein Pfeifen ganz leise, mein Kopfhörer bedeutet. Der Bus könnte an sein, es besteht eine Wahrscheinlichkeit. So, machen wir mal hier. Huch, das sieht auch, ich glaube, ich habe irgendeine Texturen-Dingens installiert, wie es aussieht. So, gehen wir mal auf, was muss ich denn drücken? Ich fahre denn so selten, ich kapiere, gell? Liniekurs 0500. Warum mache ich eigentlich eine 0 davor? Ich weiß es nicht. So. Route 1. Hornhagen Bahnhof. Ich glaube nicht. Nein. Oh, was ist das für eine Matrix hier? Um Himmels Willen. Bitte abfahren, ist mir egal. Route 2. Wohnpark Neumarschen. Leider nein. Route 3. Probieren wir es einfach weiter. Ernst-Reuter-Straße. Leider nein. Route 4. Wohnpark Neumarschen. Leider nein. Route 05. Wer hat denn, ich will nochmal einmal einsteigen. Flugplatz Hornhagen. Wir fahren los am Wohnpark Neumarschen um 7:20 Uhr. Wir haben schon 7:21 Uhr. Deswegen wurden wir auch schon freundlichst darauf hingewiesen, dass wir gerne abfahren sollen. Hallo. Einmal normal, bitte. Hallöle. Was? Einmal normal, bitte. Mach ich an oder nicht an? Ich mache nicht an. So. 2,80. Boah, wo haben wir es denn verkauft? Entschuldigung, ich wollte gerne eine Fahrkarte haben. Ja, tut mir leid, ich brauche nur ein bisschen. Das ist, alles geht nicht so schnell. So, 2,80 heißt, oh, wir haben D-Mark, das macht das Ganze ganz lustig. Ja, so. Dann ein bisschen Rückgeld. Ja, 20, dann sind wir bei 3, dann brauchen wir 4, 5, danke. 10. Bitteschön. So, jetzt haben wir es aber. So, stellen wir das mal vielleicht hier drauf und dann können wir mehr oder weniger kompetent hier Geld bedienen. So, also wir fahren heute mal Line City. Liegt einzig und allein an der Tatsache, dass es ein Repaint dafür gibt. Also ich bin ihn ja eigentlich sonst noch nie wirklich gefahren, wie ihr gemerkt habt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, das ist toll. So. Ich lege jetzt vielleicht mal den Gang ein, da können wir auch durchfahren, wenn der Gang eingelegt ist. Ich bin aber gespannt, ob das alles mit den Ansagen klappt. Wenn das nicht klappt, dann klappt das nicht. Wusstet ihr, wenn das nicht klappt, dann klappt das nicht. Ist zwar dann nicht so optimal für ein Let's Play, aber was willst du machen? Da kannst du einfach nichts tun. So. Ich hätte mir auch überlegen können, die Hilfspfeile auszuschalten, aber der Sicherheit wegen lasse ich die mal drin. Jo, oh, da leuchtet eine Sonne. Also nur eine Sonne. Also eine von den vielen, die es ja im Universum auch wirklich gibt. So, hier fahre ich jetzt am besten nicht gegen den Pöller, der da links ist. Bin ich in der letzten Aufnahme, habe ich das mal gemacht. Da bin ich ja dagegen gefahren. Boah, das Force-Feedback ist unglaublich laut gerade. Egal, wir kommen auch irgendwann mal ganz bestimmt von den Kopfsteinpflaster runter. Hoffe ich. Und wenn nicht, dann ist das eben eine These, die so unbegründet im Raum steht. So, schaltet das Ding eigentlich weiter? Ja, bestimmt. Ich überhöre wahrscheinlich nur die Ansagen oder sie spielen nicht ab oder sie stehen in Konvergenz zur aktuellen Plattenverschiebung zwischen Europa und Amerika.
Und die Ansagen sind eben bei diesem, ja, Auseinanderdriftungsvorgang verloren gegangen oder sowas. Das kann ja auch gut sein. Boah, dieses Force-Feedback ist das laut. So, lass mal über die Leute einsteigen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. So, einmal guten Tag gesagt. Das ist, das Interessante ist, dass der Spiegel so bleibt. Man kann die Spiegelposition ja nicht verändern. Also so eine dynamische Spiegelposition. Ich verändere jetzt die Position eines Spiegels. Ich glaube, das ist in Omni nicht so ganz möglich. Aber wir fahren mal Line City. Das ist... Boah, ist das laut! Wir kommen da gleich auf normalen Asphalt. Dann könnt ihr euch auf akustischen Klanggenuss der Höchstklasse einlassen, weil ihr dann nämlich mal Gequatsche hört. Ich glaube nicht, dass es das wirklich besser macht, aber... Nächste Haltestelle, Leisinger Straße. Zumindest höre ich mal das Ansagen kommen. Das ist auch schon mal ein Vorteil. Das ist nicht ganz so loses Geklopfe, wie ihr höre. Ja, herein. Ich habe herein gesagt. Dann kommt keiner rein, dann fühlst du dich auch verarscht auf Dauer, wenn du bloß das Force-Feedback hörst. Naja, so. Jetzt mit dem Bremsen über zwar auch nochmal, aber in den Grundzügen klappt das ganz gut. So. Einmal Tatütata. Wo haben wir es denn? Ich sehe es nicht. Und ich sehe auch, dass es rot ist. So. Was ist denn die... Kann man irgendwie eine Bremse reinmachen oder so? Oh, es ist grün. Das Problem ist, wenn jetzt gleich irgendwann Tatütata reingepreschen kommt, dann preschen sie das wirklich rein, weil die preschen auch rein. Also... Dann, wenn da ein Ding reinprescht in uns, dann prescht da ein Tatütata in uns. Ja, wusstet ihr Bescheid. Das finde ich auch voll, grandios. So, ich würde euch gerne irgendwas über die Map erzählen, aber... Ja, ich habe mich grandios vorbereitet. Das ist einfach toll. Also, ich, wie gesagt, der Link zur Map, beziehungsweise zum Showroom der Map. Oh, eine Fahrkarte. Schauen wir mal. 280 wäre Einzelerwachsener. So, Drogen und jetzt müssen wir zurückgeben. Wären dann, 20, wären wir bei 3. Und danke. 2. Bitteschön, gute Fahrt. Hirsch, aber du hast auf 1 gedrückt und nicht auf 2. Ja, du weißt doch ganz genau, dass wir hier ein Euro-Wechselgerät haben. Hä? Aber warum macht das denn einen Unterschied, Josh? Erklär mir das mal. Oh, es wird jemand aussteigen. Euer Dopmann natürlich leid, liebe Leute. Das ist... Ja, da kannst du halt leider nichts tun. So, haben wir jetzt eigentlich alle draußen oder nicht so? Alle draußen? Ich mach einfach mal zu. Ich gehe mal stark davon aus. Und wenn ich nicht davon ausgehe, dann fahre ich einfach mal davon aus. Oder fahre mal am besten mal eine Runde. Dann sehen wir nämlich auch weitere Streckenabschnitte dieser Map. Wenn wir nicht fahren, passiert dies nämlich nicht in gleichem Maße, wie das sonst so funktioniert. So. Haben wir hier den Kreisverkehr, was mit dem Solo-Bus ganz gut funktioniert. So, Tag Chantal, die da läuft. Stelle, Moserweg. Und an welcher Stelle wir auch vorbeikommen werden, was auch wirklich interessant ist, das mal zu sehen, ist der Bahnhof. Also der wurde auch komplett neu angelegt, da fahren wir auch dran vorbei. Beziehungsweise wir fahren direkt über dem... jetzt wird es lustig mit dem LKW. Oder rasiert auch schon die Autos mit. das ist allerdings ein Problem von der Pfadbelegung hier in Omsi. Da kann man es mit der Map nicht viel dazu machen. Das ist halt so. Da machst du einfach nichts. Also wir werden den Bahnhof sehen. Da gab es ja immer in den letzten Versionen leichte Differenzen zwischen dem Bordstein und den Busfahrern. Die wollten dann nicht so ganz in Einklang gebracht werden. Und da hat es dann auch gerne mal gerumst. Und das... Wurde jetzt eben versucht durch eine Neugestaltung des Busbahnhofs, den man, glaube ich, ja schon auf ein paar Bilderchen gesehen hat. Werden wir dann sehen, dass das Ganze etwas neu gestaltet Morgen. Worden ist und dass wir dann somit weniger Probleme haben sollten. Kurz, der G, er wächst ja 1,90. Dann ist nicht zu spät, das tut nur so. So, 1,90 wäre dann immer bei 2. Danke. Und 3, bitteschön. Eine Kurzstrecke. Immer Kurzstrecke für dich, weil es ja Kurzstrecke Kinder. War trotzdem teuer für 1,40. Naja. Irgendwo muss das Geld herkommen. So 10, 50. Dann sind wir bei 2 und dann brauchen wir noch 8. Dankeschön. Bitteschön. Gute Fahrt. Weil jetzt haben wir auch in der Version Repaints für sehr viele Busse mit dabei. Also, ich habe jetzt eben nur mal, weil ich den Line City so selten gefahren bin, habe ich den Line City genommen. Du fährst oder nicht so? Ja, nicht so. Okay. Auf jeden Fall haben wir viele, viele schöne Repaints. Das heißt, es dürfte so ziemlich jeder auf den Geschmack kommen. Und irgendein Bus wird, mit dem ich hier gerne fahren würde. Boah, ist das laut. Ich glaube, ich fahre echt zu selten Line City. Nordzweige. Genau, die Nordzweige. Ich gehe mal davon aus, dass das stimmt. So, 2,5 Minuten zu spät, oder? Und sogar 3. Ich glaube, ich sollte einen Zahn zulegen. Ja, das ist genauso wie der schlechte Oberwitz mit dem Zahn zulegen. Herr Ober, ich glaube, auf meinem Schnitzel liegt ein Zahn. Ja, das ist ganz normal, das haben sie so bestellt.
Sie haben ja gesagt, ich solle beim Servieren einen Zahn zulegen. Ach, jetzt fange ich an, Witze zu erzählen. Ich glaube nicht, dass das zielführend ist hier. Eigentlich sollte ich jetzt da kompetent ein paar Worte über die Map verlieren. Ich glaube, das wäre dezent sinnvoller, als hier einfach irgendwie, keine Ahnung, Oberwitze zu erzählen. Das ist ja auch wirklich... Nee, also das ist so voll... Wann waren die Oberwitze aktuell? 1990 oder sowas? Ich glaube, so in der Art trifft das ganz gut. Von dem her haben die eigentlich hier in einem solch modernen und technisch auf dem höchsten Niveau sich befindlichen Let's Play, da haben die einfach nichts zu suchen. Und deswegen sollten wir das Ganze auch mit der dementsprechenden Ernsthaftigkeit angehen. Es gibt halt echt wirklich sehr schlechte Witze. Von dem her lasse ich das am besten sein. So. Ich verzüge ihm die Kurve, aber die Fahrgäste halten das eben aus. Weil das sind jetzt auch staatlich geprüfte Fahrgäste. Man darf auch nicht mehr ganz normale Fahrgäste im Bus lassen, sondern die müssen auch alles staatlich geprüft sein jetzt. Liegt einfach an der neuen EU-Verordnung, die ja so viel neues Zeug jetzt verordnet haben in der letzten Zeit. Oh, wollen gerade mal hier einklemmen. Jo, immer ich 280 bitte. Machen wir hier 1 erwachsen, 280. Und dann machen wir einmal 20 sind wir bei 3, machen wir 2 sind wir bei 5. So, Grundrechenart mit Josh. Hat nicht, ich will nochmal einmal einsteigen hier. Vorlesung, Grundschul oder, nee, eigentlich Vorschulrechnen mit Josh. Wobei ist es eigentlich Grundschulniveau. Weil prinzipiell sind Kommazahlen. Das heißt, das macht das Ganze, das hebt das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Niveau an dieser Stelle. Bahnhof Neustadt. Ja, dort. Übergang zum Regionalverkehr der Deutschen Bahn sowie zu weiteren Buslinien. Ina dort. War es gewesen? Ich glaube, es war es gewesen. So. Also wir kommen jetzt zum Bahnhof Neustadt. Achso, und die Map heißt Neustadt und nicht Neustadt. Ich habe mich schon nicht vertippt im Titel. Das stimmt schon so, keine Angst. Genau, die werden wir jetzt gleich mal sehen. Ich schwenke da mal noch nicht hin. Wir werden das sehen, wenn wir dort sind, um mal so einen kleinen Cliffhanger aufzubauen. Oh ja, das ist voll gemein. Ja, es ist bestimmt sehr voll gemein. So, ich hoffe mal, dass es mit der Anforderungsampel jetzt auch funktioniert. Wir dürfen jetzt halt theoretisch fahren unter Beabsichtigung, nee, nicht unter Beabsichtigung, sondern unter Beachtung der Verkehrsregeln und der uns rausgelassen hat. Ganz bestimmt hat er das. Sehr freiwillig vor allem auch. Genau, werden wir jetzt hier sehen, wie wir denn hier am Bahnhof einfahren. Also wir haben eine Haltestelle für die Durchgangslinien. Die befindet sich hier an der Seite. Genau, das ist quasi Ausstieg und sowas. Ich glaube, in die Richtung müssen wir halten, weil da die Leute rankommen. Und dann schauen wir uns das Ganze mal von oben an. Hallo. 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 Kommen Sie mal rein, erst einmal alle Fahrkarten haben. Immer Tageskarte. Oh, das spült aber multiple Geld in unsere Kasse. So, machen wir dann hier mit 20 und 50. Bitteschön. Einmal eine Kurzstrecke, bitte. Immer eine Kurzstrecke. Das geht auch wahrscheinlich schneller, wenn man ein paar Mal Fahrkarten verkauft hat. Beim ersten Mal, bis die Kasse funktioniert und zum anderen Mal die Fahrkartenpreise etwas näher im Blick hat. Jo. Kurz ist der G, ist ausgedruckt und ein Zehnerleckrig. Einen ganzen Zehner. So. Oh. Ja, da sehen wir schon die 801. Die ist zum Beispiel auch neu. Versteht ihr wegen Neustadt, also neue Linien. Ach, nee, okay, so. Da haben wir jetzt die Bussteige, die wesentlich besser erreichbar sind von der Seite aus. In der Tat. Also so sieht das Ganze aus. Und wir fahren dann im Prinzip von der anderen Seite. Jo, da Einstieg in die Richtung. Das heißt, wir fahren da oben den Schlenker hier rein und fahren da wieder raus. Also nicht hier unbedingt in den Taxistand, sondern da so. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, machen wir mal zu und fahren dann mal weiter hier. Ach, da vor uns fährt es auch gleich los, oder was? Was den Vorteil hätte, dass ich... Wobei, wir könnten mal ausprobieren, ob die Busampel jetzt funktioniert. Das hat ja mit diversen OMSI-Patches in der Vergangenheit nicht allzu gut funktioniert. Drehen wir einmal erstmal die Runde hier. Man muss auch einmal ein U turnen. Was wir an dieser Stelle natürlich auch wieder gerne machen. Der war erst beim letzten Mal schon so schlecht gewesen. Aber liebe Leute, wir turnen jetzt ein U. Nächste Haltestelle, Rathaus. Ich glaube, ich bin falsch gefahren. Ah, ja, ich bin falsch gefahren. Das sollte man vielleicht wissen. Oh, das ist ein Bus, die spawnen. Da kannst du vielleicht nochmal danach gucken. Deswegen ist es ja auch ein Beta-Video, so. Because this map is noch not available, publicly und so. Wisst ihr Bescheid, so. Der Bus fährt auch echt voll schnell im Rückwärtsgang. Ich finde es begeisternd. Wobei jeder durch so einen anderen... Kommt einfach durch einen anderen Steig durch. Können wir gerne mal ausprobieren, ob das einigermaßen gut erreichbar ist. Also wir können jetzt hier auf jeden Fall auch ausschwenken. Ja, klappt also.
Heuston wäre das auch getestet. Ich wollte natürlich nur mal testen, ob die neuen Bussteige auch gut erreichbar sind. Das war jetzt eigentlich mein Ziel, warum ich jetzt hier da gefahren bin. Ich bin nicht falsch gefahren. Ich wollte nur die Bussteige testen, weil das muss auch mal getestet werden in dieser Stelle, sonst geht das noch gnadenlos schief. So, warte mal hier, bis der Kollege da, also er hat auf jeden Fall eine Anforderung, das empfinde ich schon mal als große Erleichterung, nennen wir es Erleichterung, das trifft es hoffentlich diese Stelle ganz gut. So, er fährt los, oh, ja, finde ich gut. Heißt, wir können ebenfalls fahren, Kollege, beeil dich mal ein bisschen, vielleicht ein bisschen. Genau, Gaspedal ist rechts unten. Wird ihm auch noch beigebracht. Also irgendwann wird der Key auch noch beigebracht, dass man Gas geben kann. Und zwar nicht nur, wenn man gerade quer bei der Kreuzung steht und deren Pfad kreuzt, sondern auch an anderen Stellen. So, finde ich gut. Was haben wir da vorne denn Schönes? Geradeaus, soweit ich weiß. Genau, die Fünfe müssen geradeaus. Das heißt, der Linienweg ist auch unverändert geblieben. Wir haben nur, glaube ich, zwischendrin nochmal in Hornhagen am Bahnhof haben wir auch nochmal eine Dingenskirchens. Wie heißt das? Wendeschleife. Genau, das wollte ich sagen. Wendeschleife. Da, wo so auch so Busse wenden können. Das ist so eine Schleife, wie man sie auch zum Beispiel an Schuhen versiegen kann, ey. Auf jeden Fall, dort sehen wir natürlich auch das Phänomen einer Schleife. Und das ist dort ebenfalls sehr simultan angewendet worden. So, ich hoffe, mein Pferd ist keiner rein, weil er rechts abbiegen will. Aber das klappt anscheinend ganz gut. So. Wir schauen mal so ein bisschen zügiger vorwärts kommen hier. Das ist ja mit der Verspätung irgendwie nicht so ganz so the yellow from the egg. Aber wir wollen auch in der Zeit ein bisschen was sehen hier von der Map. Ansonsten macht das Ganze nicht sonderlich spannend. Ja, schon Let's Play ist sowieso nicht sonderlich spannend. Ja, es ist mir auch schon aufgefallen. Deswegen versuche ich ja, in diesem Fall etwas Spannung reinzubringen. So, machen wir mal auf hier. Und ich glaube, wenn mich nicht ganz alles täuscht, warte mal. Genau, haben wir jetzt auch eine Linie, die hier lang führt. So, da fährt hier auch eine Linie lang. Nein, warte mal, stimmt doch gar nicht. Da führt eine Linie lang. So, jetzt haben wir das. Hier führt eine Linie lang. Und zwar, lass mich schauen und nicht lügen, was ist denn das? Weiß ich gerade gar nicht. Gibt es gar keine Hilfspfeile. Aber führt da auch gerade irgendwie einen Weg lang. Die 801. So, jetzt haben wir es auch mal gesehen. Da führt dann die 801 lang. Heißt, wir haben hier auch nochmal ein 280. Ja, wir haben nochmal ein 280. Wir haben da nochmal einen Abzweig. So sieht's aus. Und mit der Performance, finde ich, läuft das trotzdem ganz gut. Also, der weitere Teil, der weitere Linienschlauch hier im Innenstadtbereich tut der Performance keinen großartigen Abbruch. Ja, also von dem her soll es ja keine großartigen Probleme geben. Gehe ich mal stark davon aus. So, da dürfen wir 60 fahren. Nächste Haltestelle, Gemeindeplatz. Umstiegsmöglichkeiten zu den Linien 2, 4 und 5. In der Tat, so. Hier dürfen wir 60 fahren, sagt er, und fuhr 70. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir, glaube ich, einmal... Ich weiß jetzt nicht mehr, ob wir sogar auf unserer Spur bleiben könnten, weil eben eine Busspur daraus entsteht und... Ja, Kollege, entscheide dich. Fahr auch rüber. Es ist so ein Dorftrottel. Naja, so sehe ich wahrscheinlich auch aus, wenn ich in der Stadt unterwegs bin mit dem Auto. Dann ist es wahrscheinlich genauso. Hör, warte mal. Spur. Ich glaube, ich muss da nach links. Nein, ich muss da nach rechts. Warte mal, ich muss nach links. Ich glaube, das ist normal, wenn Landeier in der Stadt sind. Also ich sollte da vielleicht den Mut nicht allzu voll nehmen, weil es mir wahrscheinlich genauso geht. Ja, kleiner schämt sich und stellt sich in die Ecke. So, oh, das ist aber auch lustig mit den Spuren hier. Gemeindeplatz. Möchte... Nee, 4. Wir halten nach der Kreuzung, wie es aussieht. Nur die 4 hält hier. Liegt daran, weil sich 4 auf 4 reimt. So, da haben wir noch mal ein Tatütata. Genau, so sieht's aus. Jetzt dürfen erstmal alle hier durchfahren und dann kommen erst wir. Also macht, würde ich sagen, Sinn, weil er hat eine wesentlich wichtigere Mission. Auch wenn unsere Mission Fahrplan heißt, gehe ich mal davon aus, dass seine Mission dezent wichtiger ist, was auch immer er gerade für ein Ziel hat. Glaube ich, dass das von einer wesentlich größer geprägten Relevanz ist, als jetzt hier, genau. Mein Ziel, den Fahrplan wirklich zu... Eine Tageskarte, bitte. So viele Leute auf einmal, die was reden. Tageskarte zu spät, ja, okay, ist alles... Danke. ...nicht so sonderlich relevant, so. Schon. Sie hätte also gerne eine Kurzstrecke.
Hätte sie das nun gern oder bekommt sie diese Fahrkarte wirklich? Das alles und noch viel mehr sehen Sie in einer neuen Folge Let's Play Omni 2 auf meinem Kanal. Übermorgen 14.30 Uhr. Ja, genau, Josh. Vor allem, ich habe doch schon gesehen, dass sie die Fahrkarte bekommen hat, Josh. Stimmt, das heißt, es wäre jetzt gar kein guter Cliffhanger mehr. Wen können wir sonst noch über die Klippe hängen, dass es vielleicht spannend wird? Money vielleicht. Nächste Haltestelle, Christuskirche. Gottesdienstzeiten entnehmen Sie bitte den Aushängen. In der Tat. So, hier haben wir uns wieder rot. Das ist, also die Ampeln mögen uns einfach mal wieder. Oder die Ampeln wollen einfach bloß, dass wir uns ein bisschen hier die Umgebung anschauen. Also in den alten Linienbereichen wohnt es größtenteils, soweit ich das gesehen habe, schlag mich nicht, wenn es nicht so ist, wurden größtenteils jetzt nur Bugfixes und Go vorgenommen, dass das Ganze halt eben einen Eindruck an den Tag legt, der in dieser Form nicht nur akzeptabel, sondern durchaus eine, genau, was ich sagen will, es wurden einfach Bugfixes gemacht. Mit den langen, komplexen Sätzen klappt das heute Abend leider nicht mehr so. Schön wäre es gewesen, wenn es geklappt hätte. Aber nee, leider nein. Das, überlegen wir nochmal. So. Erstmal überlegen, dann reden oder sich erstmal über seine eigenen geistigen Fähigkeiten im Klaren sein und dann können wir nochmal anfangen zu quatschen. Das ist jetzt nicht so optimal, dass sie darüber laufen, meine Dame. Ja, aber es hat ja auch ganz gut geklappt. Ja, wir sind dieser Situation natürlich professionellst entgegnet, ganz klar. Also erstmal mit knapp 70 durch den Ort heizen, das ist eine gute Idee. Achso, ich muss wirklich im Stillstand draufdrücken. Ist jemand... Ne, es ist niemand aussteigewillig, das ist ganz gut. Jo, da vorne ist grün, vielleicht kriegen wir sogar die Ampel noch. Also der Turbo macht seine Arbeit ganz gut, wir kommen zügig vorwärts. Vielleicht bekommen wir die Ampel noch. Ja, wir bekommen sogar noch eine Ampel. Die ist noch nicht ausverkauft. Wir bekommen eine Ampel. Wusstet ihr? Wir bekommen eine Ampel. Was, Josh, aber ich habe mir gar keine Ampel zu Weihnachten gewünscht. Ich habe trotzdem eine bekommen. Was mache ich jetzt? Wo kann ich die zurückgeben? Nächste Haltestelle, Wilhelmer Stieg. Genau, an der nächsten Haltestelle, wie hieß es genau? Wilhelmer Stieg. So, jetzt haben wir es auch gelernt. Da könnt ihr das ganz bestimmt zurückgeben. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach oben. Weil ich finde die Sicht etwas tief. A little bit too thief. Josh, aber thief heißt nicht tief. Ja, ist okay. Ist schon in Ordnung. Die Sicht ist mal ein kleines bisschen zu deep und so. Josh, aber deep ist auch nicht... Das bezeichnet ja im Prinzip... Ja, also die Sicht ist schon eine sehr diepe Sicht. Also man sieht gleich ganz tief in den Mensch hinein, der hier sitzt. Also wenn man schon... Also das Tolle ist natürlich wirklich, wenn man sieht, dass die Sicht ein kleines bisschen tiefer gehalten ist, dann kann man daraus psychologisch sofort schließen, wie dieser Mensch tickt. Und das ist nicht ein blödes Geschwafel von mir, sondern man sieht gleich, dass der Busbau, der diese Sicht eingebaut hat oder auch immer diese Sicht eingebaut hat, ein Mensch ist, der nicht offen durch die Welt geht und seinen Blick quasi nach oben richtet, sondern er ist genauso jemand wie ich. Der einfach, wenn er läuft, die ganze Zeit auf den Boden starrt. Und genau, mit etwas gesenkterem Blick durch die Gegend läuft, was auch ebenfalls darauf schließen lässt, dass er nicht überheblich ist. Das ist, also man kann so viel draus lesen, das ist unglaublich. Also man sieht, dass er bodenständig ist, nicht abgehoben, nicht arrogant. Und vor allem auch nicht ich-bezogen, weil man ist da quasi in seiner eigenen kleinen Welt gefangen, wenn man die ganze Zeit unten auf den Boden schaut. Also... Man beschäftigt sich nur mit dem, was wirklich quasi unmittelbar vor einem liegt, aber man genießt den Moment und schaut nicht, was jetzt 10 Kilometer vor einem ist. Gut, es mag jetzt zwar beim Fahren vielleicht nicht so unglaublich hilfreich sein. Nächste Haltestelle, Freifurter Allee. Aber ihr merkt schon, wie viel man wirklich nur anhand einer so kleinen, Eigenschaft, wie viel man da schon sehen kann. Josh, das ist alles nur Vorurteile, das ist alles Gelaber und bla. Ja, das stimmt. So, hier ist ein Stoppschild, aber da ist eh nix. Heißt, ich beeile mich mal. So, zur Freifurter Allee. Ja, was geht's also nach Freifurt, Josh? Ja, ganz bestimmt. Irgendwann wird hier mit dieser Map mit Freifurt verbunden. Und wie erglaubt mir das jetzt? Wie war es? Dann klatscht es was, aber kein Beifall. So, also weiter in der Linie 5 hinterher. Hörsch, aber, wo fährt die Linie 5, dass du ja immer hinterherfahren musst? Ich meine, oder fährt die überhaupt so schnell, dass du überhaupt hinterherkommst? Oder ist die so schnell und dass es gar nicht funktioniert, dass du da überhaupt hinterherkommst? Und wie weißt du überhaupt, dass die Pfeile dir überhaupt den richtigen Weg weisen? Ja, ich
merk einfach, dass die... der gleiche blinkt. Ich hab gedacht, der fährt geradeaus. Huch. Ja, mei, es ist ein leicht verwirrtes Josh an dieser Stelle. Nächste Haltestelle. Ernst-Reuter-Straße.